Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf kryptoanarchist Der Preis von XRP ist heute bei 62 Cent, also sehr genau bei 62 Cent. Der gesamte Markt ist auch wieder sehr im grünen Bereich. Wir haben allen voran Ape mit 15% nach oben und Scale Network mit 3,4% nach unten. Bitcoin liegt knapp bei 38.000. Und direkt am Anfang haben wir direkt eine spannende News, denn es geht rund um das Thema Ripple-Version. Die Ripple-Version 1.12 ist die aktuellste beziehungsweise das Minimum, was man aktuell noch haben muss. In Zukunft wird es ja auf die 2.0 oder sogar schon 2.1 gehoben werden und jetzt sind noch sieben Stunden verbleibend und wenn man innerhalb der nächsten sieben Stunden nicht mindestens auf 1.12 updatet, dann wird man in Zukunft kein Recht mehr haben abzustimmen und das ist wirklich ein sehr, sehr großer Punkt, denn somit werden einige Leute, die aktuell noch ein Stimmrecht haben, dieses verlieren in der Zukunft weil ich glaube nicht, dass da alle passend auch umstellen werden. Einige haben vielleicht anderes zu tun, besseres zu tun vielleicht sogar. Also da gibt es ja diverse Gründe, warum man dieses Upgrade nicht machen kann oder machen möchte. Wir haben zumindest aktuell zwei große Veränderungen, die jetzt innerhalb der nächsten paar Tage auch auf den XRP Ledger online kommen werden. Und zwar auf der einen Seite einmal Fixed Reduced Offers V1. Und fix NFT Token Remint. Diese beiden Features werden innerhalb der nächsten drei Tage beide live gehen. Und auch bei den anderen Features sehen wir mittlerweile, dass immer mehr Leute ihre Ja-Stimmen abgeben. Wir sind aktuell beim Clawback-Feature bei 57% Zustimmung, bei den Automated Market Makern 40% und bei den XLP-Fees bei knapp 49%. Man benötigt immer über 80% und es geht bei all den drei noch nicht angenommenen Features aber schon deutlich in diese Richtung, dass wir das Ganze jetzt bald sehen werden. Von daher hier nochmal großer Aufruf und es kann natürlich auch in Zukunft einen Einfluss darauf haben, wie abgestimmt wird. Denn wenn der Standard immer Nein ist und man jetzt aber einfach in Zukunft einige Leute da rausnimmt aus diesem Voting-System, dann wird sich natürlich auch der Threshold verändern, wie viel erreicht werden muss, um über 80% zu kommen. Das heißt, da sehe ich schon einige Veränderungen und ich glaube, einige werden einfach dieses Update nicht machen, warum auch immer. Und jetzt, ein paar Stunden später, ist nämlich auch schon das eine Feature von diesen beiden, nämlich Fix Reduced Offers V1, live gegangen. Das heißt, das ist jetzt auch schon in der Praxis umsetzbar und nutzbar auf dem XRP Ledger. Das Ganze ging ab dem Ledger 84.145.409 online und ist somit da jetzt verfügbar. Bis jetzt hat sich der Preis auf jeden Fall aufgrund von solchen Updates noch nicht großartig verändert. Ich glaube aber, das Thema Automated Market Maker wird dann der erste große Meilenstein sein, wo man eine Veränderung auch im Preis dann sehen wird. Das sind jetzt alles erstmal nur ja, Quality of Life Updates, dass man halt eben die Software verbessert, effizienter macht, schöner macht und auch einfacher zu nutzen macht. Aber wie gesagt, da sind einige Veränderungen, die jetzt beim XLP Ledger in Zukunft anstehen. Aber nicht nur auf dem XLP Ledger an sich, sondern auch in den UK. Denn wir haben hier ein neues Papier von dem Parlament in den UK. Und hier wurde tatsächlich, ich würde nicht sagen oft, aber ich würde sagen sehr oft XRP erwähnt und XRP Ledger gerade in Bezug auf NFTs. Und das ist so der interessante springende Punkt dahinter. Warum geht es da spezifisch um NFTs? Also gerade bei Zahlungsmitteln, auch bei CBDCs. Das ist natürlich auch alles ein Token-Transfer, aber das sind Fungible-Tokens, die da transferiert werden. Also ist ja bei Euros auch so. Ob ich jetzt hier in Bar bezahle und das ist der 5.390.000 Euro-Schein oder der 10.310.000 Euro-Schein, das ist ja komplett irrelevant. Äh, bei NFTs ja eben nicht. NFTs sind ja non-fungible-Tokens, also nicht austauschbare Token, die einzigartig sind und da eben die Frage warum sollte man das so hart pushen wenn es nicht vielleicht auch in Richtung Tokenisierung gehen könnte und ich denke das wäre so ein großer ansatz wir haben hier noch mal eben zur echtheit dieses dokument hier wirklich ne? kann man sich auch noch mal anschauen ich mache nochmal hier den Test, ne? XRP. Und ihr seht, hier wird es dann auch markiert. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bis hoch zu 24. Und da ist ja noch nicht mal XRP Ledger und so weiter mit drin. Also, ja, hier haben wir wirklich sehr, sehr viel rund um dieses Thema. Und ich glaube, es geht wirklich auch wahrscheinlich in den Bereich der Tokenisierung. Denn da haben sie auf der anderen Seite jetzt die Tokenisierung von Investmentfonds auch erlaubt. Und das wird auch wahrscheinlich ein weiterer Schritt sein in Richtung Digitalisierung des gesamten Finanzmarktes. Also gut, der ganze Finanzmarkt ist in den meisten Fällen schon digitalisiert, aber eben nicht so dezentral, wie die meisten Leute es von uns gerne hätten und auch nicht so zugänglich, wie die meisten Leute es gerne hätten. Man darf nicht vergessen, wenn man zum Beispiel aus Sendern kommt, in denen das Ganze nicht so erreichbar ist, dann hat man meistens gar keine Möglichkeit, an irgendwie solchen Finanzprodukten überhaupt teilhaben zu können. Aber dann über die Blockchain ist es quasi egal, woher jemand kommt, wer jemand ist. Alle können gleichermaßen daran partizipieren. Ich finde das nur fair. Und deswegen hier nochmal, die schöne News. Wir haben hier auch ein paar konkretere Bilder. Das heißt also ganz klar, hier geht es um den Bereich Tokenisierung. Und bei Tokenisierung geht es ganz offensichtlich in den Bereich der NFTs hinein. Wir haben hier eben auch den guten Eric Jack von Ripple. Also da auch wieder diese Verbindung. Und ich glaube, das spielt alles ein wenig zusammen, dass wir auf der einen Seite sagen, ey, XRP sehr effizient, XRP Ledger für NFTs auf jeden Fall erlaubt, dann dazu erlauben, dass man Force tokenisiert und das halt eben als NFT abbildet. Ich glaube, da können auch ein bisschen skeptischere Leute die Verbindung sehen. Sehen wir hier auch mit Eric, ne? Eric Jack Senior Vizepräsident für Corporate und Business Development bei Ripple, also auch kein kleines Licht. Und deswegen glaube ich, hier haben wir eine große Verbindung, die vielleicht in der Öffentlichkeit jetzt noch nicht so ausgespielt wurde. Dann haben wir jetzt ein paar geupdatete Slides rund um das Thema On-Afric. Und sie sind auch gerade dabei, sehr viel Interviews zu geben, sehr viel AMAs und einfach generell präsent zu sein im Space. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut und sie wollen sich da auf jeden Fall zeigen. Ich muss ehrlich sagen, damals haben wir ON AFRIC wahrscheinlich eher als so einen Randpartner wahrgenommen. Es könnte sich aber immer mehr um eine zentrale Rolle auch im Ripple-Netzwerk handeln, denn gerade hier diese ganzen Cross-Border-Korridore, und wir sprechen hier von über 1300 Cross-Border-Korridoren, ja, die sind wirklich nicht zu vernachlässigen. Wir haben hier das Network of Networks, also das Netzwerk der Netzwerke, also also eine Art Verbindungsmechanismus, wie man verschiedene Netzwerke untereinander verbinden kann und genau das, das ist es ja auch, was im Kryptobereich aktuell noch so schwierig ist. Ripple probiert das im Ansatz mit zum Beispiel der Verbindung von der Liquidität des XRP Ledgers mit der Verbindung der Liquidität von anderen Chains wie Ethereum, aber auch das klappt bis jetzt alles nur so, ja ich würde sagen mittelmäßig. Es gibt andere Kryptoprojekte, die sich komplett diesem Thema verschrieben haben, wie zum Beispiel Quant und ich glaube deswegen werden solche Coins auch in Zukunft eine Schlüsselrolle spielen können, da sie eben verschiedene Kryptonetzwerke mit verbindbar machen und eben nutzbar machen untereinander. Und eben das Ganze auch nativ gut funktioniert. Nicht nur über irgendwelche zentralisierten Lösungen quasi, wo man sich einfach irgendwie was ja, zusammenbastelt, sondern halt eben native, integrierte Lösungen, die auch in den Netzwerken jeweils gut akzeptiert werden. Und deswegen haben wir hier, glaube ich, mit OnAfric auch eine Partnerschaft, die das zwar nicht im Kryptokontext macht, aber eben in diesem Finanz- und Bankensektor. Und ich glaube, so jemanden als Partner zu haben, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Und bevor wir zu ein paar spannenden Transaktionen kommen, sehen wir hier noch einmal ein Webinar. Und zwar hat Ripple das Ganze gestern hier gehalten bei der DEA, der Digital Euro Association. Und hier haben wir eben ein paar Use-Cases für CBDCs. Also was für CBDCs in Zukunft für uns relevant sein könnten. Wie gesagt, Ripple ist da ja eben sehr präsent. Und auch die ganzen Sprecher und Leute, die da mit dabei sind, sind mit Sicherheit alles keine kleinen Namen. Also wir haben ja auch Leute von A, also EY, glaube ich, spricht man das aus. Wir haben hier Volksbank, Dr. Holger Meffert. Wir haben hier Kevin Spur von der Sparkassengruppe. Wir haben hier Österreichische Nationalbank, Johannes Dung. Und auch jemanden von der DEA, also all solche Leute, die sich hier ein wenig connecten. Und ja, wenn man da eben über CBDC spricht, ich glaube, es ist offensichtlich, wo sich dann solche Gruppen hinwenden, wenn sie sagen, hey, wir wollen eben Business machen, wir wollen CBDCs machen. Ich glaube, da hat man dann eine sehr, sehr große Möglichkeit. Und dann haben wir hier ein, zwei Transaktionen, die tatsächlich sehr, ich würde sagen, merkwürdig sind. Auf der einen Seite haben wir hier 25 Millionen und 200.000 XRP, aktueller Gegenwert knapp 16 Millionen Dollar die hier von einer unbekannten Wallet an Bitsem transferiert wurden. Und auf der anderen Seite nochmal 25 Millionen XRP, also genau glatt 25 Millionen, die ebenfalls an Bitso transferiert wurden, also eben parallel. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass es sich dabei um eine Person handelt, die jetzt einfach, ja weiß nicht, parallel irgendwie sein Geld dumpen möchte oder sowas, sondern es handelt sich dabei wahrscheinlich eher um eine Art Liquiditätsbereitstellung. Gerade auch diese klaren Summen, die hier so genannt werden oder geschickt werden, könnten da eben, interessant werden, aber wie gesagt, wenn man auf solche Börsen schickt, ist es natürlich auch immer die Möglichkeit, und das will ich hier gar nicht abtun, dass das Ganze auch verkauft wird. Deswegen sollte man sich natürlich auch immer mit dem gegenteiligen Fall befassen, nämlich das Thema, was passiert, wenn der Preis weiter runtergeht. Ja, und ich glaube, da sollte man eben auch drauf gefasst sein. Dann haben wir hier die Performance von dem Root Network und hier geht es ja auch eben um das Thema Staking, beziehungsweise dass da in Zukunft XRP als Rewards ausgeschüttet werden. Und wir sprechen hier tatsächlich immer von ja, knapp 500.000 XRP, die da irgendwo in diesen Reward-Zyklus reinkommen. Ich glaube, das ist aktuell eine sehr spannende Option, aber ich will natürlich auch ganz klar den Blick dafür schärfen, dass solche Sachen definitiv nicht nachhaltig sind. Also wenn man irgendwas nutzt, wo man, ich weiß auch nicht. 50, 60, 70, 100 Prozent oder sowas Rendite bekommt oder auch hier 8 bis 9 Prozent oder sowas, dann ist es einfach nichts, was langfristig funktionieren kann, zumindest nicht ohne, dass es irgendeinen Verlierer gibt. Ne? Und deswegen muss man da ganz, ganz klar aufpassen. Klar, man kann da wahrscheinlich auch kurzfristig mit ein paar Gewinne machen, gar ne? keine Frage. Also, das kann man irgendwo immer nutzen. Aber wie gesagt, mittelfristig sollte man da immer schauen, dass man seine Gewinne auch mitnimmt und entsprechend das Ganze zeitnah und pünktlich beendet. Dann gab es ein wenig eine Kontroverse rund um das Thema, ja, ich sag mal, Onboarding-Gebühren auf dem XLP-Ledger. Erstmal ist natürlich zu sagen, dass es keine Gebühren gibt, wenn jetzt irgendjemand denkt: Hey, ich möchte ein Projekt auf dem XLP Ledger durchführen. Also es gibt da keinen, der da irgendwelche, ich weiß auch nicht, Gebühren erstmal einsammelt, ne, Sagt: Hey, du willst hier drauf bauen? Na, dann drück erstmal hier Geld ab. Nein, das passiert natürlich nicht. Aber es gibt da schon ein paar technische Hürden, die wahrscheinlich für einige Leute, ich weiß nicht groß sind. Also das wird zumindest hier kritisiert und da wollte ich euch einfach mal fragen, ob ihr das auch so einschätzt. Denn wir haben hier zum Beispiel den CEO von Spend the Bits, der eben da beschreibt, dass aktuell ja ein paar Gebühren anfallen, zum Beispiel auch, um XAP Ledger Accounts zu ja, starten. Also man muss ja aktuell, ich glaube, 10 sind es mittlerweile, 10 XAP halten. Bei aktuellen Preisen sind wir da also irgendwo bei 6 bis 7 Dollar, die man auf eine Account packen muss. Das ist jetzt aus meiner Sicht nicht die Welt, aber er spricht natürlich auch an, dass wenn verschiedene Projekte mehrere Wallets machen, also zum Beispiel, wenn man dann. 10, 20, 30, 100 Wallets bräuchte, um verschiedene Sachen zu testen, zu machen und so weiter, dann kommen natürlich auch schnell mal vielleicht 70 oder 700 oder 7000 Dollar zusammen, die dann halt eben dafür verwendet werden. Und da ist eben so ein bisschen die Frage, ist das eigentlich notwendig? Ich glaube, dieser Spam-Schutz ist da immer noch an oberster Stelle, denn sonst könnte man einfach irgendwelche XRP-Wallets erstellen ohne Konsequenzen und könnte so viele Transaktionen durchführen, wie man möchte, ohne Konsequenzen. Und äh, das Ganze wäre ja auch an sich okay, aber man muss halt eben immer bedenken, Warum sollte man das zulassen? Man kann doch einfach eine kleine Gebühr nehmen, die am Ende dann dieses Verhalten ein wenig bestraft in gewisser Weise. Parallel dazu wird dann natürlich auch die Brücke geschlagen zu dem XAHO-Netzwerk, denn da gibt es aktuell keine Gebühr. Das ist zumindest hier die Aussage und ich glaube, diese Account-Reserve existiert da in der Form auch erstmal nicht. Aber deswegen ist die Frage, ist das XAHO-Netzwerk das effizientere Netzwerk und das kommt auch immer mal wieder in den Kommentaren auf. Und da wollte ich einfach meine ganz klare Meinung geben. Ich denke, das xaho netzwerk ist ein nettes für sich alleinstehendes, aber eben mit XRP verbundenes Projekt, was definitiv auch ein wenig Potenzial hat und was auch wieder ein paar neue frische Ideen hervorbringen kann. Aber es hat auf keinen Fall langfristig irgendeine Möglichkeit, XRP den Rang abzulaufen oder auch größer als dies zu werden. Ich glaube, das ist sehr sehr ausgeschlossen. Und wir haben hier einmal die aktuellen Statistiken dazu. Also auch wenn das XAHO-Netzwerk aktuell quasi free ist zu nutzen ne, und der XRP-Ledger schon ein wenig was kostet, äh, heißt das natürlich nicht, dass alle Leute langfristig auf das XAHO-Netzwerk gehen werden. Sich einen XRP-Account zu machen, kostet vielleicht wirklich gerade 5-6 Dollar, aber gerade Leute, die einfach nur Coins halten wollen, die werden diese 5-6 Dollar wahrscheinlich auch verkraften können. Und hier haben wir einmal so ein paar Punkte, die für den XLP-Ledger sprechen und eigentlich auch gegen das Xaho-Netzwerk. Und ich wollte einfach mal ein paar kurz durchgehen. Natürlich Dezentralisierung, ne? kann man sich so ein bisschen drüber streiten, ab wann ist es jetzt genau dezentralisiert, ab wann nicht mehr. Ne? Ihr kennt den Drill, aber zum Beispiel eben das Thema ein maximaler Supply ist eben wichtig. Geringe Gebühren, es ist skalierbar, gut, das kann das xaho netzwerk auch sein. Es hat mehr Liquidität, ne? Riesenpunkt. Es ist schon zehn Jahre länger da als das xaho netzwerk auch ein wahrscheinlich großer Qualitätspunkt. Und natürlich hier wahrscheinlich mit der wichtigste Punkt: XRP ist keine Security, es ist keine Aktie und alleine das positioniert XRP schon an der Spitze. Und sein abschließendes Statement, und so würde ich es auch beschreiben: Es gibt keinen Grund, warum man irgendwelche neuen Chains, ja, ich sag mal jetzt besonders. Negativ gegenüber eingestellt sein sollte. Alles, was die da machen wollen, können sie gerne machen. Ich glaube, von dem monetären Wert her hat es am Ende leider nichts gebracht. Also, ich glaube, daran haben die wenigsten Leute Geld verdient und es gab keine richtige Strategie, wie man das jetzt auch wirklich nutzen konnte, dass man daran Geld verdient. Deswegen ja, muss man da so ein bisschen gucken, ob es für einen aus Investorensicht da sinnvoll ist, sich weiter mit zu befassen. Aber gerade wenn man so ein Bilder ist, jemand, der etwas baut, der etwas erschaffen will auf dem XLP Ledger oder dem ähnlichen Code, ich glaube, der hat da ganz gute Möglichkeiten, sich mit dem XAHO-Netzwerk zumindest ein wenig anzufreunden. Dann haben wir hier einmal den guten Mert und er spricht hier einmal über das Thema Cardano und Ripple, beziehungsweise er meint natürlich XRP und Cardano. Denn er ist so ein bisschen, ich weiß nicht, traurig oder, also er kann das Ganze nicht so ganz verstehen, warum Leute immer noch, ja, Fans von XRP sind, immer noch Fans von Cardano sind. Und es gibt ja schon andere Netzwerke, wie zum Beispiel Solana, Ethereum, Cosmos und so weiter, die auch äh, in eine ähnliche Richtung gehen, sagt er. Warum sollte man dann noch Cardano und XRP verwenden? Ist er da unfair? Fragt er, oder ist das richtig, so wie er das wahrnimmt? Und ich glaube, es ist auf jeden Fall das Thema, dass man sich tiefer mit dem Coin XRP befassen muss, um wirklich diesen Wert dahinter zu erkennen. Und ich glaube, das machen wir hier auf diesem Kanal seit zwei Jahren. Und das greift auch so ein bisschen in dieses andere Thema rein, nämlich der Preis. Also, ich hatte auch gestern jemanden. Der sich ja auch einfach über den Preis beschwert hat bei XRP und sagt: Ey, ne, XRP ist jetzt erst bei 61 Cent, der Coin bewegt sich gar nicht. Und einige Leute nehmen das auch so wahr, einige Leute fühlen das so. Und deswegen finde ich es immer noch interessant, dagegen halt wirklich die Statistiken zu halten. Und das schreibe ich den Leuten auch immer ganz offen in die Kommentare dann oder unter die Kommentare. Äh, nämlich zum Beispiel, dass in der Zeit, wo ich hier diese Videos mache, der Preis von, ja, ich weiß nicht, von ungefähr 13, 14 Cent hochgegangen ist im Peak auf 1,90 Dollar, 1,95 so in die Richtung. Das heißt also, wenn man da jetzt eingestiegen ist, klar, ist immer Wunschdenken, ne? Perfekt einzusteigen, perfekt auszusteigen. Aber sagen wir mal, ungefähr so in diesem Bereich, dann haben wir da eine Versieben, Verachtfachung oder sowas halt innerhalb von zwei, drei Jahren. Ne? Und ist das jetzt wirklich so, wo man sagt, ey, das geht ja gar nicht. Das ist ein komplett irrelevantes Investment. Das war niemals gut so in der Richtung. Wenn man sein Geld innerhalb von kürzester Zeit versieben oder verachtfachen kann, oder vielleicht sogar vor 13 kann, wenn man richtig getimed hat. Also, das glaube ich jetzt eben nicht. Und deswegen ist XCP genauso wie andere Coins. Ein gutes Tool, um Geld zu verdienen, aber eben auch interessant wegen diesen ganzen Partnerschaften und den ganzen News, die wir uns hier täglich anschauen. Ich glaube, daher kommt eben diese Relevanz von XRP. So Leute, in der Beschreibung findet ihr den Link zu Bing X, einer sehr interessanten Börse, auf der man viele Kryptowährungen handeln kann. Nutzt dabei unbedingt meinen Partnerlink, um Gebühren zu sparen und das Trading voll auszukosten. Bald wird es auch ein weiteres Gewinnspiel geben, also haltet eure Accounts bereit und jetzt viel Spaß weiterhin mit dem Video. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch einen Fun-Tweet. Hier einmal von Bitcoin Filmfest. Und sie schreiben hier, ah, zählst du die Tage bis zu den Ferien? Und er sagt, nein, bis zum Bitcoin-Halving. <laughs> ja, das ist für einige Leute wahrscheinlich relevanter und wichtiger als das Thema Ferien. Aber gut, ist ja immer so, wie man selbst für sich die Prioritäten setzt. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns morgen, 18 Uhr. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.